Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Dann hast du eine aussagekräftigere Übersicht über meine Legungen, die dich betreffen könnten. Okay, gehen wir zu deiner Legung über, Jungfrau. Ich sehe vor meinem geistigen Auge Chanel. Ich sehe eine Chanel-Handtasche und das Wort Chanel erscheint sehr stark vor meinen Augen, sehr deutlich. Chanel wurde um 1910 oder 20 wurde es gegründet und du kannst gerne mal googeln, so wie könnte man das finden, so Übersicht Frauenmode, letzte 100 Jahre. Kannst mal googeln, Übersicht Frauenmode, letzte 100 Jahre, 150 Jahre. Du wirst dann dort ganz deutlich sehen, wie nach der Gründung von Chanel die Silhouetten super schlank wurden. Also vorher gab es Korsetts und alles und dann diese Puffer da am Popo. Scheint jetzt wieder Mode zu sein, sich da was reinzustopfen. Hä? Also in die Hosen. Das andere weiß ich nicht. Moment, ich muss kurz seriös werden. Ich habe manchmal Kommentare von Menschen, die mich nicht seriös finden. Das hier ist eine Tarotlegung. Ich mache hier keine Matheaufgaben. Ich studiere hier nicht Physik. Ist auch keine Psychotherapie hier. Hä? Bin nicht dazu qualifiziert. Ist eine Tarotkartenlegung und da kommen solche Themen. Hä? Sich den Arsch stopfen, bum bum, solche Themen. Okay? Du wirst auf einer solchen Übersicht, Jungfrau, sehr deutlich sehen, wie nachdem Chanel gegründet worden ist, die Silhouetten super schlank geworden sind. Also diese ausladenden Brüste, die waren plötzlich weg. Korsett, also dieses Zusammendrücken der Mitte, das war weg. Und dann dieser Puffer, den die Leute hatten unter dem Rock, hatten sie so einen ausladenden Plastikteil, der einen riesen Popo vortäuschte. Das war dann plötzlich auch weg. Plötzlich galt so die androgyne Figur und die androgyne Kleidung. Und Frauen zogen Anzüge an zum Beispiel. Ja, solche Dinge. Also eine Verschlankung von allem. Ich glaube, dass im Februar bei dir einiges, das ein bisschen zu hoch dekoriert ist, ja, simpler wird. Du wirst hier, wenn du zum Beispiel mehrere Dinge aufs Mal verfolgt hast, wirst du dich konzentrieren auf eine Sache. Das Ganze wird schlanker, ohne Details. Falls du Kandidatin hattest, gibt es auch nur noch jemanden. Und umgekehrt genauso. Auch du oder falls du irgendwo Kandidatin bist, das kann auch eine Bewerbung zum Beispiel sein, dann wird das Ganze schlanker. Also dann wird eine Entscheidung gefällt, falls du hier bei etwas schon länger auf eine Antwort wartest. Ich hoffe, dass es zu deinen Gunsten sein wird, aber eine Entscheidung wird auf jeden Fall gefällt. Für dich ist Februar ein Monat der Entscheidungen. Entscheidungen werden gefällt, das, was durcheinander war, wird schlanker. Vier der Münzen. So wie es aussieht, möchtest du auch mehr Zeit für dich, mehr Ressourcen für dich. Du spürst das, dass hier zu viel los ist, zu viele Investments, zu viele Menschen, zu viele Aufgaben, zu viele Pflichten. Ja, wenn du so deinen Tagesablauf siehst, dann sind da viel zu viele Einträge in deinem Kalender und du möchtest im Februar mehr Zeit für dich haben, für deine Aufgaben, für dich selbst, für dich allgemein oder auch jemanden nur noch für dich allein haben und nicht mehr andere mit im Spiel haben, ja? Ast der Kelche. Moment bitte. Ah. Okay,
Was haben wir von Coco Chanel gelernt? Sie hat uns beigebracht, dass man selbst, dass Frau selbst schön sein sollte und nicht sich hübsch machen sollte. Sie hat uns gesagt, je simpler alles ist an der Kleidung, desto mehr sticht die Frau darin hervor. Ich rede jetzt von Frau, weil Chanel nur Frauenmode macht. Da gab es mal ein paar Männershows in den letzten Jahren, aber grundsätzlich ist das eine Frauenmodemarke. Kannst du dich von dem, Jungfrau, was du hast, verabschieden, um zu werden, wer du bist? Münzen sind haben, man hat. Kelche sind sein, das ist das Spirituelle. Für dich ist im Februar die Frage nicht, was du hast, sondern was du bist. Hast du eine Aufgabe oder bist du diese Aufgabe? Ist jemand gemäß materiellen Kriterien passend zu dir oder sagst du doch aus meinem tiefsten Herzen heraus, ist das jemand, der zu mir passt? Haben oder sein? Kannst es gerne googeln, da gibt es einige gute Zusammenfassungen zu diesem Thema. Das war der Neffe, glaube ich, von Sigmund Freud. War das Carl Gustav Jung? Haben oder sein, haben oder sein, Jungfrau. Haben tust du viel. Hä? Ich sehe hier, haben tust du viel. Aufgaben hast du, Wohnung hast du, Kleidung hast du. Und die Frage ist, was ist mit dem Sein? Was bist du? Was ist mit dir? Woran kannst du das erkennen? Zum Beispiel kannst du dir mal vorstellen, wie dir alles weggenommen wird. Du verlierst deinen Titel, du verlierst deine Ausbildung, deine Wohnung, dein Auto, deine Kleidung. Alles nimmt man dir weg. Frag dich in diesem Moment, oder was bleibt dann noch übrig? Und ich hoffe sehr, dass bei vielen was übrig bleibt, weil das ist ja das, was dann all das, was wir haben, so qualitativ macht, wenn wir auch in uns etwas sind. Gell? Drei der Schwerter. Vielen Dank für die Einführung zu diesem Thema, sagst du, aber been there, done that. Ich war schon mal da und ich habe das schon mal erlebt und was dann passiert ist, ist, dass mein Herz gestochen wurde. Die Sache mit solchen Themen ist, dass es keine Alternative gibt. Wenn man das Herz öffnet, dann kann das Herz gestochen werden, das ist richtig. Und in den meisten Fällen wird es auch gestochen, deswegen gibt es meinen Kanal. Aber die Sache ist die, es gibt da keinen anderen Ausweg, es gibt da keinen Umweg. Wenn wir nach unserem Herzen leben wollen, dann müssen wir auch das hier riskieren. Und ich werde jetzt etwas sagen, aber du darfst das nicht falsch verstehen. Ich rede hier nichts klein. Und wichtig auch, ich schaue hier für das Kollektiv. Ja, es sollen mir jetzt bitte nicht Leute schreiben, die ganz schlimme Dinge erlebt haben. Okay? Ich sehe hier für das Kollektiv, dass das, was ihr erlebt habt, gar nicht so schlimm war. Schwerter hier bei drei der Schwerter, diese drei Schwerter, die in dieses Herz hier gerammt werden, stellen Gedanken dar. Es ist so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast. Es ist nicht wie eine Krebserkrankung. Es ist nicht wie ein Kind, das man verliert. Es ist nicht eine Naturkatastrophe, es ist auch nicht ein Krieg, wo du komplett etwas ausgeliefert bist. Was auch immer du als Verletzung deines Herzens definiert hast, ist, wenn man es mit dem Kollektiv vergleicht, nicht so schlimm gewesen. Klingt jetzt ein bisschen harsch, aber ja, du siehst auch hier, oder? Hier fließt auch kein Blut raus. Du glaubst, dass es schlimm war, aber es war noch gar nicht so schlimm. Es ist eine Aussage, die ich eigentlich auch nicht so mag, aber hier muss es gesagt werden. Menschen erleben schlimmere Dinge. Und manchmal tut es gut zu sehen, das klingt jetzt sadistisch, aber es hilft manchmal zu sehen, was andere Menschen durchmachen, um dann erscheinen die eigenen Probleme schon ziemlich klein. Bin auch nicht so Fan davon, sowas zu sagen. Ich lebe schon nach diesem Grundsatz, ja.
Das ist in meinem Kopf ist das so eingemeißelt, dass ich sehr eher sehe, was andere durchmachen, als das, was ich durchmache. Aber dieser Satz an sich, ich weiß. Es musste jetzt die Karten sagen, sag's ihnen. Und dann sage ich es euch. Ja, ich bin ein Medium, nichts mehr, nichts weniger. So, die Sonnenkarte hier. Du, sobald du hier mal realisiert hast, Jungfrau, dass es diesen Weg wert ist, das Herz zu öffnen, wird bei dir eine Heilung eintreten. Wir haben hier mit der Sonnenkarte haben wir eine Neugeburt. Und du siehst hier, ganz nackt, du entledigst dich dann plötzlich von all dem, was du um dich herum geschart hast, um dich selbst zu schützen. Siehst du, wie du hier die Münze vor deinem Herzen hältst? Deine Diplome sind dazu da, dass Menschen dir nicht sagen können, dass du dumm bist. Ich sag's jetzt einfach. Deine Kleider sind dazu da, dass du gut aussiehst und die Menschen dir nicht sagen, du siehst ja scheiße aus. Dein Auto ist dazu da, dass du da Anerkennung bekommst. Du musst lernen, Jungfrau, damit umzugehen, dass jemand dir sagt, hey, du siehst scheiße aus oder hey, du bist blöd. Oder dein Auto ist ein Wrack. Du musst lernen, da selbstbewusst genug selbstbewusst zu sein, um bam, mit deiner Antwort reinzuschlagen. Ich bin in Mathe und Physik, bin ich eine Niete, ist wirklich zum Auslachen, wie schlecht ich darin bin. Setz dich dahin, sag mir, dass ich dumm in Mathe und Physik bin und ich bam, 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 hau nur die Sprüche raus, bis du dann fertig bist damit. Dass ich dumm bin in Mathe und Physik, heißt nicht, oder? Das hat nichts mit meinem Selbstbewusstsein zu tun. Ich kann jetzt nicht hingehen und in dem, worin ich gut bin, Diplome sammeln. Nur um das andere zu widerlegen. Ja? Wenn, dann tue ich es, weil ich es wirklich von Herzen haben möchte, oder? Das ist so, dass dieses Haben oder Sein. Man sollte Dinge haben, weil man es ist und nicht, um etwas zu beweisen. Und eben diese Kleidung zum Beispiel damals, oder die haben eine Wespentaille vorgetäuscht, einen runden Po vorgetäuscht, große Brüste vorgetäuscht. Das sind alles so Dinge, die man anhatte, um etwas darzustellen, was man eigentlich nicht ist. Aber was man ist, ist das, was man schlussendlich, oder wie man schlussendlich aussieht, wenn man solch ein Chanel-Kleid anzieht, das alles zeigt, so wie es ist. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass du eine solche Hardcore-Legung bekommst. Acht der Kelche? Ja. Ja. Fünf der Stäbe. Für alle Jungfrau-Menschen, die hier jetzt zuschauen und die hier ziemlich zurückhaltend sind in Bezug auf Herzensangelegenheiten und dabei sind hier Dinge anzusammeln, um sich zu schützen. Ich habe ein Diplom, niemand kann mich dumm nennen. Ich habe einen guten Job, niemand kann mich faul nennen. Solche Dinge. Ihr seid hier dabei zu erkennen, dass all die Dinge, die ihr zum Schutz angesammelt habt, euch gar nicht erfüllt. Wir haben hier mit der Sonnenkarte haben wir eine große Arkana. Und große Arkanas stellen Dinge dar, die wir nicht beeinflussen können, die passieren. Ob du es willst oder nicht, Jungfrau, du wirst erkennen, dass du hier Dinge angesammelt hast, um dich selbst zu schützen. Und ob du es willst oder nicht, du wirst diese Dinge, wirst du schnell loswerden wollen, sobald du erkennst, wie wenig sie mit dir selbst zu tun haben. Ach, der Kelche hier, man verabschiedet sich hier von Dingen, die einen gar nicht erfüllt haben. Die haben dich nicht erfüllt, wir haben hier eine leere Stelle. Und man geht hier vorwärts, um zwei der Kelche zu finden. Für jene unter euch, wo hier ein Liebesangebot ist, für euch gilt jetzt hier, dass hier alles ein bisschen durchmischt wird. Vier der Stäbe kommt durcheinander, damit du dann mit fünf der Stäbe hin zu sechs der Stäbe gehen kannst und einen Sieg erringen kannst. Vor allem in der Liebe, sechs der Stäbe, Großarkana, sechste Großarkana ist dann die Liebenden. Dein Leben kommt hier ein bisschen durcheinander aufgrund von etwas, von jemandem, der das dein Herz erfüllt. Okay? Das führt so zu einer Heilung in dir drin, wo du plötzlich dich selbst spürst und wer du bist. Und dadurch entledigst du dich von allem, was du als Schutz aufgebaut hast um dich herum. Und folgst deinem Herzen. Hier ist ein kleines Durcheinander. Das wird dann mit sechs der Stäbe weitergehen hier.
Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier noch keinen Kontakt haben, beziehungsweise diesen Menschen noch nicht kennengelernt haben, werde ich die Zeitkarten hier fragen, wann das ungefähr sein wird. Die werden uns dann Zeitangaben machen, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!